Ja, guten Tag. Wir setzen die Gespräche auf dem roten Sofa der DVZ fort. Kommen Sie näher. Es ist wird ein sehr spannendes Gespräch, weil wir reden jetzt hier mit Christian Kille und Martin Schwemmer vom Fraunhofer SCS über die Vermessung der Logistikbranche, die beiden ja einmal im Jahr vornehmen. Sie sehen das hier zu unseren Füßen. Die Top 100 der Logistik sind wieder erschienen. Herr Kille, was sind denn so die Kernergebnisse der diesjährigen Ausgabe von Top 100? Das hat uns natürlich auch wirklich interessiert, wie sich jetzt dann unsere Erwartungen in die Realität umsetzen, wie 2013 schlussendlich geworden ist. Und das hat sich gezeigt, dass 2013 jetzt nicht ein besonders gutes Jahr war hinsichtlich des Wachstums nach Euro einfach. Wir haben gerade mal 1% Wachstum hingelegt, 230 Milliarden Euro. Das ist so jetzt diese Kernaussage dieses Gesamtmarktes. Und da liegen unterschiedliche Detailentwicklungen dahinter, die jetzt nicht damit zu tun haben, dass wir nirgendwo Wachstum haben, sondern da gibt es unterschiedliche Kennzahlenentwicklungen. Genau, Herr Schwemmer, wie sieht es dann im Detail aus? Also was waren jetzt so die Entwicklungen in bestimmten Märkten oder Segmenten? Also wir haben festgestellt, dass wir, wie Herr Professor Kille schon erwähnt hat, um 1% ungefähr gewachsen sind in der Logistik. Das ist zwar ein sehr moderates Wachstum, aber mit einem Wachstum, das ungefähr doppelt so hoch wie das preisbereinigte BIP-Wachstum ist, immer noch deutlich über dem normalen Wirtschaftswachstum. Das stimmt uns immer noch positiv. Wir haben gesehen, dass nach der Krise in 2008, 2009 wir deutliche Wachstumsraten feststellen konnten. Sehr erfreulich natürlich, weil die Branche sich sehr gut erholt hat und die Delle von 2008, 2009 sehr gut ausgeglichen werden konnte. Es ist auch gut nachvollziehbar, wenn man diese Entwicklung sich anguckt, dass dass es zu einem moderateren Wachstum in der jetzigen Zeit und auch mit Blick auf die Zukunft zu rechnen ist, und das haben wir jetzt dieses Jahr auch feststellen können für 2013. Wo kommt dieses Wachstum her? Es ist laut unseren Feststellungen nicht direkt auf einen Tonnagezuwachs zurückzuführen, sondern wir stellen das viel eher fest, dass eben Einzelentwicklungen da eine große Rolle spielen und da nach wie vor der E-Commerce-Boom. E-Commerce ist natürlich ein Bereich, der maßgeblich die CAP-Branche beeinflusst. Aber es schlägt schon auch Wellen. Es ist eine Entwicklung, die nicht mehr nur kurz zu sehen ist, sondern wir haben wahrscheinlich auch mittel- und langfristig noch mit dieser Entwicklung zu rechnen. Die Systeme sind gut, die Dienstleistungen sind sehr gut abgestimmt und die Kepler können sehr viel, was der Kunde fordert. Dementsprechend entstehen natürlich neue Produkte wie Same Day, das nach wie vor in der Diskussion ist, vor allem für die Zukunft. Und wir sehen auch, dass E-Commerce schon in anderen Teilmärkten, zum Beispiel Stückgut, die sich eine ganze Ecke strecken, um solche Leistungsangebote, die man eigentlich erst im CAP gesehen hat, mit ganz klar die B2C-Anlieferung am Wochenende oder mit Zeitfenster oder Abendzustellung, dass gerade dieses der wesentliche Treiber gerade für dieses Jahr ist. Wie sieht es da bei diesem CAP-Bereich, E-Commerce-Bereich so isoliert aus? Also das ist ja so ein Wachstum, was man allgemein so sagt, dass 7-8% wird angenommen. Wie schätzen Sie das denn ein in Bezug auf die Verteilung der Anteile? Weil es ist ja so, es gibt einen großen Player oder vielleicht zwei, Amazon und Zalando, die da eigentlich den Markt beherrschen. Was bleibt denn da für die eigentliche Transportwirtschaft übrig? Also wenn von 8% vielleicht 6% bei Amazon landet, dann ist ja der Rest, der für den Rest bleibt, der überschaubar. Ja, das ist richtig. Das gibt aber einen Haufen andere E-Commerce-Händler, die jetzt nicht alles selber machen und dort Dienstleister brauchen, diese unterstützen. Da gibt es genügend Dienstleister, die es auch anbieten, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil sonst könnte man meinen, ich mache hier Werbung für irgendwelche Unternehmen. Und da wird ein Profit auch für viele Logistiker herauskommen, eine Zunahme. Auch wenn es jetzt nur 2% Anteil von dem Wachstum auf die umgelegt wird, was nicht viel sich anhört, ist es doch
ein Anteil. Und das ist doch etwas, in eine Richtung, wo es sich entwickeln werden kann, dass es wächst. Und es kommt noch dazu, dass ja Amazon nicht alles alleine macht. Die nutzen ja auch Dienstleister, die dann zum Beispiel das outgesourced haben. Das kommt dahin und es wird in Zukunft jetzt wirklich weiter gesprochen, wenn die Systeme darauf ausgerichtet sind, auch Lebensmittel oder insgesamt diese Convenience reinbringt in das Fast-Moving Consumer Goods Bereich, das noch nicht convenient genug ist. Wenn das gelöst wird, dann fällt noch mehr über von dem filialisierten Einzelhandel auf den E-Commerce-Bereich über. Und das sind ja die dicken Brocken, über die wir reden. Wir reden gerade die ganze Zeit über Wachstum. Es ist ja jetzt so, wenn man sich das in den letzten Jahren also so mal ein bisschen anschaut, also wir hatten nach der Krise Aufholprozesse 6%, dann 4%, letztes Jahr 3%, jetzt reden wir von 2-3%. Kann man behaupten, dass in der Logistik so die Grenzen des Wachstums und weniger erreicht sind? Sind die Zeiten von Boom und so vorbei? Also, oder kommt das Ihrer Meinung nach mal wieder, vielleicht mit dem E-Commerce? Der E-Commerce hat einen zu kleinen Anteil, als dass er wirklich richtig dort einen Wachstumsboom reinbringen kann, meiner Meinung nach. Zumindest jetzt nicht mittelfristig. Und da passiert viel zu viel in den anderen Bereichen. Wir sind an einer gewissen Grenze angelangt hinsichtlich der Arbeitsteilung. Wir sind an der Grenze des Konsums angekommen. Das heißt jetzt gerade in Deutschland selbst, das den größten Anteil, der dieses Eurovolumens ausmacht, da ist einfach eine natürliche Grenze irgendwann gegeben, weil wir wachsen als Bevölkerung, als Produktionsstandort nicht mehr. Aber in den internationalen Wegen dort, in den internationalen Warenaustausch, da ist schon noch ein bisschen Musik drin, weil im Osten Europas haben die ja noch einen Nachholbedarf. Und entsprechend ist da noch etwas möglich, an Wachstum generieren zu können. Deswegen ist immer noch der Logistikmarkt, wie Herr Schwemmer es ja schon richtig gesagt hat, über dem BIP, das ist leicht über dem BIP immer mit, oder? Ja, bitte. Wenn man sich lange Zeitreihen anschaut, dann sieht man ganz gut, dass die Tonnage im Inland, eben in Deutschland, keinen wirklichen Wachstumsimpuls mehr bringt, aufgrund der Sättigung der Märkte, die Herr Kille erwähnt hat. Aber genau bei diesem gleichen Vergleich sieht man eben, dass im Import und Export da ein Wachstum ist, das eben noch für Impulse sorgen kann. Das heißt einfach, diese internationalen Verkehre, die im Austausch mit Deutschland da eine Rolle spielen und noch Wachstumsimpulse bieten können. Also diese Internationalität, da sind wir nämlich bei einem der Schlüsselwörter des Kongressmottos, Kooperation. Ist das ein Geheimnis für noch mehr Anteil am Wachstum für Logistikunternehmen? Also für Logistikunternehmen ist es wirklich ein Potenzial, mehr zu wachsen, denn diese Graubereiche, nenne ich es mal, zwischen Dienstleistung und Produktion, die werden ja immer größer. Immer mehr Produktionsanteile gehen über an die Logistikdienstleister. Das heißt, deren Umsatz wächst ja auch in unserer Definitorik. Der wissenschaftlichen Definitorik ist eigentlich Produktionsleistung ja nicht mit drinnen, aber in den Umsätzen schon. Das heißt, da haben wir ein zweigeteiltes Bild. Die Umsätze der Dienstleister können da schon um einiges stärker wachsen aufgrund der größeren Wertschöpfung, die sie leisten, nämlich die Produktions- und Montagetätigkeiten und Ähnliches. Herr Schwemmer, wie wirkt sich denn all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, auf die Beschäftigung in der Logistik aus? Also wird das automatisch auch dazu führen, dass die Unternehmen mehr Mitarbeiter brauchen werden, oder ist vielleicht gerade das Gegenteil der Fall, alles wird schlanker, automatisiert, Industrie 4.0, dass es weniger oder eher gleich bleibt? Also die Zahlen sagen, dass wir für 2013 nochmal ein wenig gewachsen sind in der Beschäftigung auch. Wir haben für 2012 oder in der Vorperiode eine Logistikbeschäftigung von 2,83 Millionen festgestellt. Nun sind wir bei 2,89, das ist auch da ein moderates Wachstum. Jetzt die Frage, da in die Zukunft zu schauen. Es ist so, dass die Prozess, also dass immer mehr Lean und mehr Personal gegebenenfalls effizienter wird. Den Effekt sehe ich jetzt, es ist auch eine subjektive Einschätzung, in Deutschland mittelfristig nicht so stark. Da ist aber die Frage,
wie sich das tatsächlich zeigen wird. Also wir gehen für die Beschäftigung von einem minimalen Wachstum noch aus. Und welche Kräfte, Fachkräfte braucht die Logistik oder wird sie dann brauchen, um dieses Wachstum leisten zu können? Also wo man auf jeden Fall jetzt in der Diskussion auch schon sieht, wo es ein bisschen hingehen wird in der Problematik, ist natürlich der Fachkräftemangel im Bereich Fahrer. Da muss man sich überlegen, wo dieser zu verorten ist. Wir haben in der aktuellen Studie mal die Übung vorgenommen, dass wir das regional aufstellen und mal zeigen, wie hoch der Anteil der Logistikbeschäftigung in den verschiedenen Bundesländern ist. Weil da lassen sich dann so Übungen machen, wie mal rauszufinden, wer hat es denn zukünftig wirklich mit Fahrermangel zu tun? Und wie hoch ist die absolute Zahl der Fahrer in einem Bundesland? Niedersachsen ist der Anteil absolut wie auch relativ hoch. Berlin ist zum Beispiel ein Bereich, wo also im Kernbereich Berlin, da ist die Logistikbeschäftigung eher gering, gleicht sich dadurch aus, dass der Speckgürtel um Berlin und Brandenburg eben als Logistikversorger für die Region dient. Und also als konkretes Thema ist auf jeden Fall der Fahrermangel in der aktuellen Diskussion aus unserer Sicht. Gut, also die Logistik wächst nach wie vor. Boomzeiten sind allerdings vorbei. Herr Kille, Herr Schwemmer, herzlichen Dank für das Gespräch und noch schöne Zeit auf dem Kongress. Dankeschön, gerne.